Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play den Radsportmanager 2015 auf PC. Wir sind in Saison Nummer 4, deshalb sind wir auch schon 22 Jahre alt. Unser Nachwuchs-Etappenfahrer, ist er schon Nachwuchs oder ist er schon ein Etablierter? Auf jeden Fall ist er mit dabei, der André Goddy. Und ja, für die, die jetzt vielleicht das erste Mal reinschauen, Ruf International, jaha. Berge sind wir mit 83, also das ist unsere Paradedisziplin, auch wenn die Nebenwerte nicht ganz so schlimm stimmen. Hügel, da arbeiten wir jetzt nochmal ein bisschen dran, sodass wir dann auch irgendwie auf 80 bekommen, vielleicht irgendwann mal. Zeitfahren ist mit 77, denke ich mal, vollkommen okay als Rundfahrer. Prolog 74, Kopfsteinpflaster ist uns scheißegal, Sprint, ja, wäre natürlich genauso wie Beschleunigung mehr noch schöner. Ne? Abfahrt, auch da würde ich einen höheren Wert bevorzugen, aber gut, Ausreißen ist uns egal, Ausdauerzähigkeit und Regeneration sind immerhin auch im grünen Bereich. So, halbes Level up haben wir schon erreicht und wir fahren den Giro, natürlich, und der beginnt entgegen dem, was ich irgendwann mal gelesen hatte. Oh, guck mal, das ist sogar als Ziel, gibt es das einen Bonus oder was? So, entgegen dem, was ich mal irgendwann mal gehört habe, dass sich die Stages verändern sollen, vielleicht tun sie das aber nicht im Pro-Cyclist-Modus. Hier, Fitness, unterdurchschnittlich, ne? Da sind wir ja gespannt, weil wir haben nichts gemacht, wir haben auch gar nicht großartig trainiert. Und das simulieren wir natürlich, das Team-Zeitfahren. Wäre es ein Einzelzeitfahren, wären wir es gefahren. Und da bin ich gespannt, ob sich meine Fitness im Laufe des Giros... Ah, der schon wieder. Oh Gott. Nibali am Start. Ja, da haben wir ja schon die ersten starken Jungs, die ersten drei starken Jungs. Ich bin mal gespannt. Ja, hier kann ich es natürlich relativ blöd erkennen jetzt. Wo war ich? Was habe ich gesagt? Hä? Hallo? Ach so, ja, hiermit, genau. Ich bin gespannt, ob er anständig in den Rhythmus kommt. Ermüdung ist natürlich gar kein Thema bis hierhin. Das ist ja so ein bisschen das Experiment, was wir jetzt hatten. Das sind die ersten Rennen des Jahres für unseren Goddy. Möglicherweise hätte die ein oder andere kleine Rundfahrt oder das ein oder andere Eintagesrennen vorher definitiv geholfen. Wir werden sehen. Und dann werden wir sehen, wie der Sprung zur Grand Tour de France funktioniert bezüglich der Ermüdung. Ich bin gespannt. Wobei wir beide Touren eigentlich nur mit einem Zweck fahren, und zwar um das Nachwuchsfahrerwertungstrikot zu erhaschen. So, ja, wenn natürlich, Moment, nicht falsch verstehen, wenn mehr drin ist, gehen wir auf mehr. Das ist ja gar kein Thema. Aber weiß ist das Ziel bei Giro, bei der Tour. Und ja, dieses Jahr, diese Saison, sagen wir es mal so, ist eine Übergangssaison. Thibaut ist auch noch mit 82 Berg dabei. Boah, was für eine starke Konkurrenz. Wer ist denn Wilco Keldermann? Alter Vater. Aha. Ich bin gespannt. Anscheinend einige ausgezeichnete Bergfahrer hier am Start. Und sehr gut. Philippe Gilbert gewinnt diese Etappe. Aber wir kriegen keinen Zeitrückstand. Das ist wichtig. Testweise habe ich meinem anderen Safe geguckt, wie es denn aussieht, wenn wir simulieren. Und da ja, bestätigt es eigentlich die Vermutung, dass die Nebenwerte leider Gottes so scheiße sind. Der hat nämlich echt gar nichts gewonnen. Auch wenn er schon am Berg, glaube ich, sogar noch höher war. Und ja. Oftmals hat er sogar Zeit verloren. Na, das werden wir jetzt auch nicht fahren. Boah. Danach die Etappe. Etappe 5, die jetzt gleich kommt, da werden wir definitiv fahren. Da gibt es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ein
Die 23 Sekunden hat es nicht gebraucht. Ja, Nibali ist hier mit dabei. Und Zolli. Zeudel? Ricardo Zeudel. Na gut, der wird ja dann bald eingeholt. Die beiden Yates-Brüder mit einem Doppelsieg. Beeindruckend. So, guck mal, die Rhythmusanzeige steigt. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir so, wenn es dann wirklich komplett in die Berge geht, dass wir da und auch zum Zeitfahren, dass wir da richtig auf Punkt komplett da sind. Wäre äußerst angenehm. Na, mal schauen. So, also denn. Endlich mal hier. Ja, die 383er Bergwertungsdinger sind natürlich. Was ist denn DES? Hä? Den Wert gibt es gar nicht. Guck mal, wenn ich hier drüber gehe, gibt es alles. Hier nicht. Keine Ahnung, was DES sein soll. Beeindruckend. Ja, ich denke mal, nach dieser Etappe wird das Klassement schon ordentlich durcheinander gewürfelt sein, weil die Abstände ja wirklich sehr gering sind. Zähigkeit kann ich mithalten. Ausdauer kann ich mithalten. Beschleunigung fast. Also, auch nicht so die Beschleuniger. Relativ ausgeglichen. Ich bin gespannt. Freunde, wir sehen uns gleich in der Etappe. So, Leute. Auf geht es. Ich freue mich. Und bitte behaltet im Hinterkopf, dass wir einen ganz beschissenen Rhythmus momentan haben. Und es dementsprechend hier nicht für uns darum geht, oder primär nicht dafür darum geht, dass wir alles kurz und klein fahren. Wir wollen das Weiße. Das Weiße ist unser primäres Ziel. Alles andere ist Bonus, ist sekundär, ist Nebensache. Ja, ist gut jetzt hier. Das Feld lässt hier momentan keine Ausreißergruppen zu. Jetzt gehen wieder einige Fahrer. Aber auch die... Ah, doch, die Dreiergruppe da vorne. Die Dreiergruppe darf wohl jetzt weg. Ja. Und sofort setzen hier noch 2, 4, 6, 5, 2... Ach Gott. Okay, ignorieren wir da mal alles, was da gerade passiert. Denn ich glaube, das wird so nicht akzeptiert werden. Ja. Ja, riesig viel Tempo gerade drin. Darunter leidet jetzt gerade auch ein bisschen die Dreiergruppe, die vorne ist. Nein, alles hat sich wieder beruhigt. Wunderbar. Und der nächste Angriff. Ausreißversuch. Ein guter Zeitpunkt, die Mannschaftsfarben zu zeigen. Aber auch hier wird ganz klar gesagt, nein. Drei Mann vorne, muss reichen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass er schnelle Hilfe bekommt. Plattfuß bei. Kenne ich nicht. Okay. So, unsere kleine Mannschaft hier gerade wunderbar zusammen. Und wieder setzt das Feld hier dem Ganzen schnell einen Riegel vor. Ah, einer aus unserem Team. Der Ofredo versucht jetzt gerade hier einen kleinen Ausritt, aber auch er wird direkt wieder eingefangen. So, jetzt geht es erstmal ein bisschen hier bergauf bei dieser Etappe. Auch wenn die Steigungen 852 Meter 12 Kilometer, 12,6 Kilometer lang die Steigung im Durchschnitt 4,7%. Das ist natürlich, ja, noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Aber immerhin eine Steigung. So, das Gepunktete macht sich jetzt auf und ist auch schon vorne in der kleinen Gruppe drin. Und ja, lässt sie jetzt sogar hinter sich. Also, die nächsten Punkte
für das Gepunktete, für den Träger des gepunkteten Trägers. Das ist ja aber gar nicht gepunktet, oder? So, jetzt habe ich 8-mal gepunktet gesagt. Der hat ordentlich oben gepunktet. Boah. Aber das war nicht Quintana. Ach so, das ist ein kleiner. Ah, ja, das kann dann sein. Das ist ja... ja, in der Tat. Hier, guck mal. Ist das der kleine Bruder vom Großen? Man weiß es nicht. Ihr wisst es. Schreibt es. Und wir geben hier weiterhin Gas. Denn, ja, unser Eins wird natürlich eher so in dem Bereich hier angreifen. Ja, hier, wo es so wirklich schön nach oben geht. Das ist unsere Welt. Vorher gucken wir, dass wir in den Berg reinfahren. Und ja, die Form zeigt eine vorübergehende Null an. Und das würde uns ja nicht wundern, denn beim Giro haben wir mit der Tagesform nun wirklich alles andere als Glück. Die Vuelta dagegen, das scheint genau unser Pflaster zu sein. Da hatten wir in einer Bergetappe und im anschließenden Zeitfahren, ich glaube, beide Male eine Plus 5 und haben auch beide Etappen gewonnen. Das war echt angenehm. Wenn man jetzt überlegt, jetzt hier mit 83 Berg, weil wir sind ja noch um einige Punkte hochgegangen. Ich glaube, von 80 auf 83, da hatten wir echt Hammermassel. Ich habe noch nie irgendwie plus 3 nach dem Level-Up gehabt. Wenn man jetzt eine plus 5, alter Vater, da fahren wir ja rückwärts da im Vollsprint fast schon hoch. Naja gut, Stand jetzt ist, es steht hier eine graue Null und die Sprintwertung ist auch durch. Und Cavendish beschützt uns. Das ist doch nett. Das ist doch nett vom Mark. So, die Ausreißer sind eingeholt. Sehr interessant. Und, ja. Sturz. Christian Koren von Team Europcar. Ja, das Feld hat anscheinend keine Lust mehr hier auf Ausritte. Jetzt ist es Van Poppel, der uns hier beschützt und... der Kollege hat einen scheiß Bergwert. Also. So lange wird er da auch nicht dabei bleiben. Machen wir langsam hier. Azevedo. Jetzt geht es im Fahrerfeld richtig zur Sache. Aber allzu weit kann sich das Feld nicht mehr ausdehnen. Dann geht es nämlich richtig auseinander. Müssen wir aufpassen hier, dass wir auch ordentlich vorne in den Berg reinfahren. Es ist windig. Wir müssen also auch gucken, dass da irgendwie keine Windkante entsteht. So. Jetzt kommen die interessanten Abschnitte hier am Berg. Nun haben die Fahrer etwas an Tempo herausgenommen. Entweder wurde es ein bisschen zu schnell oder sie sparen ihre Kraft für den Endspurt. Das ist interessant. Ich fahre schon mit 75 Einsatz. Jetzt erreichen die Fahrer die letzten 10 Kilometer dieser Etappe.
Und werde hier von etlichen Leuten überholt. Aha. Naja, von ihm ist klar, ne? Das ist ja wieder. Aber warum hier so 76er schneller fahren als ich? Obwohl der Energy-Riegel jetzt auch gezündet hat, das ist wieder mal eine Frage, die ich für die Expertenrunde hier stelle. Schreibt in die Kommentare. Wir können leider Gottes mit 50 Fahrern hier im Feld nicht mithalten. Die sind leider anscheinend ein bisschen schneller als wir. Aha, jetzt fängt er also an, Fahrrad zu fahren. Begreife ich manchmal nicht. Also manchmal ist es für mich ein Mysterium, was sich mir nicht ganz erschließt. So, jetzt auf einmal überholen wir alle. Wir haben nichts am Einsatz geändert. Alles gut. Nibali ist vorne, aber vom Molo haben wir immerhin hier noch in Reichweite. Der wird aber gleich nochmal angreifen. Da bin ich relativ sicher. Oder auch nicht. Na, Nibali, wer ist da vorne eigentlich hier für ein Wilder? Na, nicht da hinten dran. Gehen wir nochmal hier ein bisschen. Ja, das war's. Sprintbalken auf und dann. So, Landa, ja. Pinot, Landa sind natürlich auch starke Jungs. Gar keine Frage. Aber ich bin froh, dass es dann doch irgendwie noch geklappt hat. Ich habe diesen Abschnitt nicht gerallt, als wir mit 75 Einsatz, 76 Einsatz da rumgefahren sind und 50 Fahrer uns überholt haben. Keine Ahnung. Ist mir aber egal. Ich lasse mich von so einem Scheiß nicht mehr beirren. Wir fahren unseren Einsatz und ja, anscheinend hat es ja halbwegs gewirkt. Vergesst nicht, nochmal, wir sind noch nicht im Rhythmus drin. Wir sind noch nicht frisch, fit und ausgeruht. Das sind wir, ja, in der Tat. Aber ansonsten, ne, das dürfen wir hier nicht vergessen. Und wir hatten eine Null. So, dieses Gesamtpaket macht mich persönlich dann doch halbwegs glücklich, dass wir mit den Fahrern, wo ich ein Hauptaugenmerk drauf gerichtet habe, nämlich Nibali. Ja, guck mal, sind wir sogar gleich reingekommen. Also, alles gut. Alles tutti. Wenn wir jetzt noch auf Formolo-Zeit gut gemacht haben, und das haben wir. Ja, perfekt. Alles gut. Schön. Und der Rhythmus steigt, ne? Wie gesagt, das ist hier diese drei Sachen. Lassen wir jetzt mal einfach nicht außer Acht. Ich hoffe, dass es wirklich so zur 12, 13, 14. Etappe irgendwie, ja, da auch um einiges besser aussieht, weil dann können wir wirklich nochmal auf die Kacke hauen. Hoffe ich. Ach, Frische, guck mal, habt ihr gesehen? Frische ist auch perfekt. Ermüdung und Frische sind im perfekten Bereich. Rhythmus wird steigen und Fitness wird auch peu à peu steigen. Gucken wir mal, genau, jetzt sollten wir ja hier definitiv einen kleinen Überblick haben. Alfredo Della Latta. So, was ist das für einer? Hoi. Wo kommt der denn her? Der könnte uns natürlich wirklich ärgern. Das sind nur 15 Sekunden. Danach ist alles grau. Ah, der Silvio. Silvio Herklotz. Wie hat er sich denn entwickelt? Ja, gar nicht wirklich entwickelt. Naja. Ja, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, der ist auch auf gesamte Sicht des Giros gesehen, auf jeden Fall machbar. Die Fitness steigt, sehr gut. Die Frische geht gleich wieder voll. Der Rhythmus steigt sogar dreifach feil. Das könnte wirklich klappen. Na, die Fitness wird am Ende ein bisschen hinterherhinken, fürchte ich. Aber gut, wir wollten es testen oder ich wollte es testen und der Test scheint aufzugehen. So. 15. Mai. Wir haben eine weitere Etappe und die müssen wir, glaube ich, sogar fahren. Ich werde jetzt bei dem Giro durchaus auch die eine oder andere Hügeletappe fahren,
Werde ich? Ja, werden wir. Zum einen haben wir dann ein bisschen mehr von so einem Giro. Ich glaube, das ist durchaus gewollt. Und zum anderen, das ist die, glaube ich, hier, ne? Oder? Ja, die fünfte sind wir gefahren. Danach kam Müll. Guck mal hier, die fahren wir dann sowieso wieder. Na, die werden wir, weiß ich noch nicht. Die nicht. Die auch nicht. Komm, das ist ja gar nichts. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auf jeden Fall. Die definitiv. Und hier möchte ich fit sein, wisst ihr? Wenn hier an der 14. Etappe unsere frische Fitness, Rhythmus, blablabla echt hoch ist, dann wird es lustig. Dann nehmen wir das nämlich mit hier in die nächsten Etappen und dann haben wir echt eine gute Chance, das Weiße zu erobern. So. So oder so, wir sehen uns dann bei der nächsten Etappe. Das ist dann eine kleine Hügeletappe, die wir einwerfen. Muss auch mal sein. Da möchte ich mal sehen, wie sich der kleine Gordi auf dem Hügel schlägt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Freunde.